willkommen bei American Baker in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir für meine Nichte eine Geburtstagstorte und sie wird 2. Sie heißt Lucetta, sie wird aber Lulu genannt. Sie möchte eine Teddybär-Torte haben. Also, legen wir los. Meine älteste Tochter hat die Farben gewählt, blau und lila. Das ist Zitronenbuttercreme, die ich zuerst blau färbe. Dann nehme ich ein bisschen blaue Buttercreme raus und tue pinke Lebensmittelfarbe dazu, die es ein bisschen lila macht. Dann tat ich sie in Spritzbeutel, das Lila mit einer kleinen Sterntüle und das Blau mit einer Grastüle. Ich klebte die erste Schicht Kuchen mit blauer Buttercreme. Das ist Zitronenkuchen übrig von einem anderen Projekt. Ich hatte eine 20 cm Schicht und eine 18 cm Schicht. Ich lege die Kreisausstecher drauf, um die richtige Größe zu finden, und wählte meine Lieblinge raus, um die Schnauze und Ohren auszustechen. Dann benutzte ich einen Kreisausstecher, um ein Stück von den Ohren auszuschneiden, damit sie besser neben an den runden Kuchen liegen. Ich klebte sie dran mit ein bisschen Buttercreme. Dann rundete ich die Kanten der ganzen Torte mit einem Messer. Ich wischte die Krümel weg. Dann strich ich die ganze Torte mit einer kleinen Winkelpalette. Und ich machte das Kuchenbrett sauber mit einem nassen Lappen. Dann fing ich an, das Fell an das Gesicht des Bärs zu spritzen mit blauer Buttercreme. Ich übersprang zuerst die Schnauze und die Ohren. Dann wechselte ich zu der Lila mit der kleinen Sterntüle und spritzte damit die Schnauze. Es braucht wesentlich mehr Zeit, um zu spritzen, als mit der Grastüle, also lehnt euch zurück, wenn ihr diese Technik machen möchtet. Dann spritzte ich der Mitte der Ohren. Und ich machte die Ohren fertig mit dem Blau. Das Deko machte ich aus Fondant. Ich fing an mit den 2 schwarzen Augen. Ich rollte 2 Bällen aus schwarzem Fondant, die circa gleich groß waren, presste sie runter und platzierte sie ans Gesicht. Dann benutzte ich rosa Fondant, um die dreieckige Nase zu machen. Und eine Schnur aus rosa, um den Mund zu machen. Und ich machte eine große Schleife, um an den Hals des Bärs zu sein. Ich habe ein Tutorial darüber, wie man eine Fondant-Schleife macht, und ich verlinke das in der Infobox. Und ich machte eine kleinere Schleife, um an das Ohr des Bäres zu platzieren.
Ich liebe diesen süßen Bären. Ich finde, er sieht genauso aus wie ein Teddybär. Ich hoffe, meine Nichte liebt es. Alles Gute zum Geburtstag, Lulu. Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerin.germany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für eine neue Torte jede Woche, aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen.